Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ewing. Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so gute Laune haben. Auch ich habe gute Laune. Wie könnte es auch anders sein, liebe Zuschauer? Nach diesem Wochenende war das nicht schön. Wir sind Europameister im Handball. Ja, fantastisch. Und ich kann von mir wirklich sagen, ich war immer schon Handball-Fan, also mindestens seit dem Halbfinale jetzt. Und auch die Tennisbegeisterung ist zurück. Angie Gerber hat die Australian Open gewonnen. Es ist ja. Es ist fast wie damals in den 80er Jahren. Da fanden ja auch auf einmal alle Tennis toll. Wir Deutschen, wir sind immer Fans, wenn wir was gewinnen. Ja? Auch ich war damals in einem Tennisclub mit lauter anderen total unsportlichen Typen. So. Und es waren alle dick, wirklich alle. Das Dünnste auf dem Platz war die Ballmaschine. Aber egal, wir haben uns als Sieger gefühlt. Wir brauchen das. Wir Deutschen brauchen das gerade im Moment. Gute Nachrichten, Erfolge. Und ich finde, man muss das viel mehr herausstellen. Ja, wir sind gut, wir sind Sieger. Auch in anderen Sportarten gehören wir zur Weltspitze. Zum Beispiel waren wir 2003 Weltmeister im Elefantenpolo. Aber warum ist das so wenig gefeiert worden? Warum hat das keinen Boom ausgelöst? Gut, der Sport hat es als Massenbewegung auch schwer, allein das Sportgerät. Das ist in der Wohnung im 5. Stock ja kaum zu machen, also zumindest nicht ohne Aufzug. Wir waren aber auch schon Weltmeister im Kirschkernweitspucken und im Minigolf und bei der Arschbomben-WM. Ja, und ich sage Ihnen, durch die AfD haben wir auch bei der Arschgeigen-WM sehr gute Chancen. Lassen Sie uns das bitte alles mehr feiern. Was wir Deutschen auch gut können, ich finde, man muss wissen, was man gut kann, als Volk. Was wir sehr gut können, ist Esoterik. Habe ich letztens noch gehört, jeder zweite Deutsche glaubt an Wunder. Darunter gestandene Männer wie Peer Steinbrück oder Frank-Walter Steinmeier, die sich ernsthaft schon als SPD-Kanzlerkandidaten haben aufstellen lassen. Aber auch biedere Kommunalpolitiker entdecken auf einmal ihre esoterische Ader, wie diese Geschichte aus Bayern zeigt. Martina Hauschild. Bürgermeister Hans Eichstätter hatte ein Unfallproblem. Vom bayerischen Ort Wilmering hat es auf der Bundesstraße ständig gekracht. Überholverbote und Tempolimits nutzten nichts. Der Gemeinderat war völlig verzweifelt. Man hat eigentlich nicht mehr gewusst, was man machen soll. Ja, und dann haben wir halt verschiedene Sachen diskutiert im Gemeinderat. Und dann ist man halt auf eine außergewöhnliche oder ungewöhnliche Sache gekommen. Ja, vielleicht haben die Unfälle mit seltsamen Phänomenen zu tun. Und haben wir halt einmal so einen Artikel gelesen über Erdstrahlen, über Wasseradern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gut, probieren wir halt sowas einmal, fragen wir einfach einmal an. Sind vielleicht böse Erdstrahlen schuld an den Unfällen? Die Gemeinde Wilmering beauftragte diesen Wunderheiler. Und der machte eine schlimme Entdeckung. Wie ich mit der Wünschelrute hier langgegangen bin, spürte ich links drehen die Wasseradern, die erheblich den Verkehr stören. Und dementsprechend wurden diese von mir markiert. Über 3 Kilometer Bundesstraße hat Helmut Gebert markiert. Denn diese Störstrahlen sind für Autofahrer verdammt gefährlich. Wenn die Autofahrer diese Stellen passieren, passiert Folgendes, dass diese Störstrahlen ins Auto gelangen und dadurch, wie gesagt, erhöht die Ablenkbarkeit bzw. bis zum Sekundenschlaf. Doch zum Glück weiß Helmut Gebert, wie man die Strahlen unschädlich macht. Nämlich mit dieser Unfallvermeidungskugelantenne. Diese Antenne, diese Kugel hier, empfängt diese störende Strahlung, diese linksdrehende, und neutralisiert sie. Deshalb hängen nun an der Bundesstraße Unfallvermeidungsantennen in Holzkästen auf Bäumen und schützen die Autofahrer vor gefährlichen Störstrahlen. Vielleicht hilft es ja doch was. Weil mit einem anderen Latein waren wir eigentlich am Ende. Gut, die Polizei will lieber nichts dazu sagen. Doch Hans Gebert sieht in der Kugel eine große Zukunft.
diese Art von Technik wird in 10, 20 Jahren ganz normal sein. Ja, dann werden an Deutschlands Bäumen Unfallvermeidungsantennen hängen. Und Wilmering bekommt einen Innovationspreis. Glückwunsch. Glückwunsch auch von mir. Übrigens hat uns auf diese Geschichte ein Zuschauer aufmerksam gemacht. Wenn Sie auch eine Idee haben für den realen Irrsinn, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns sehr. Die AfD feiert in wenigen Tagen ihren dritten Geburtstag und Eltern von Dreijährigen wissen, es gibt da diese Phase. Ja, da laufen die Kinder durchs Haus und rufen ganz laut: Pipi, Kaka, Pipi, Kaka. Um mal was ganz doll Ekliges zu sagen. Wochenlang. Und das ist das geistige Niveau, auf dem die AfD in ihrer Entwicklung gerade angekommen ist. Nun wissen aber erfahrene Eltern auch, das muss man ignorieren. Wenn man sich darüber aufregt, dann macht man es größer, man verstärkt das nur noch. Wenn so eine Frauke Petri da mal sagt, an der Grenze soll auch auf Flüchtlinge geschossen werden dürfen, ja, lass sie das sagen. Egal, die will, was will die? Die will Grenzen austesten. Ja? In vielfacher Hinsicht. Und sie plappert halt Sachen nach. Sie plappert das nach. Dasselbe hat ja vor ein paar Wochen schon der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD gefordert, Markus Prezell, der auch Petris neuer Lebenspartner ist. Und ja, die schaukeln sich da hoch, die heizen sich an zu Hause. Ich stelle mir das durchaus so vor. Die liegen im Bett und er sagt, lass uns noch mal das Rollenspiel machen, das uns immer so scharf macht. Und sie sagt, ach nee, ich will nicht schon wieder Eva Braun sein. Und er sagt, doch. Ach komm, sagt er, da bist du echt zum Schießen. Und sie sagt, Schießen, geil, das machen wir. Schießen passt zu einer Partei, in der eh schon so viele einen Knall haben. So läuft das doch, oder? Nehmen Sie diese Beatrix von Storch. Der Name ist Programm, die hat jetzt ganz offiziell den allergrößten Vogel in ihrer Partei. Sie ist übrigens extrem christlich und sie ist aktiv in zig katholisch-konservativen Vereinen. Und auch sie will ja schießen lassen, allerdings nicht auf Kinder, nur auf Erwachsene. Ne, weil sie Christin ist. Ich kann mir vorstellen, wie sie mit Kreuz an der Grenze steht und den Familien zuruft, Kinder, habt keine Angst vor den Grenzpolizisten, die tun euch nichts. Die erschießen nur Mama und Papa. Mit solchen Forderungen beansprucht die AfD einen festen Platz in der Demokratie. Sorry, dafür gibt es höchstens einen Platz in der Psychiatrie. Und ich finde, es ist auf keinen Fall für den Verfassungsschutz. Ich finde nicht, dass die AfD ein Fall ist für den Verfassungsschutz. Ich finde, die AfD ist ein Fall für den Lärmschutz. Nichts anderes. Ich meine, das Prinzip haben wir doch verstanden. Ja, ein bisschen provozieren, ne, ein bisschen mehr provozieren, ein bisschen extremer werden, ja, ein bisschen flirten mal mit Geschmacksgrenzen. So bleibt man im Gespräch. Aber ich muss mir das dann nicht alles anhören. Geht's nicht knapper, geht's nicht einfacher, geht's nicht reduzierter? Ich freue mich auf die Zeit, wenn die AfD in die Pubertät kommt und überhaupt mal weniger spricht. Oder sagen wir mal, die Kommunikation eigentlich nur noch über WhatsApp läuft. Dann mit Emojis zum Beispiel. Was heißt das? Ja, genau. Völlig klar. Für Frauke Petri ist Waffengewalt die Ultima Ratio. Oder hier. Aufgepasst. Preisfrage. Wer ist das? Björn Höcke von der AfD. Würde mir reichen. Weitere Daten und Fakten zur AfD nun von unserem Statistikexperten Klaas Butenschön. Ja, Christian, wir haben die AfD-Wähler zunächst mal etwas ganz Einfaches gefragt. Wir wollten wissen, warum wählen Sie die AfD? Darauf sagten 14%, das ist die beste Partei, wo gibt. Das ist die einzig wahre Allnetternive für Deutschland. 26% meinten, die AfD spricht etwas an, was in jedem von uns steckt, den Neandertaler. Und 60% sagten, wen soll ich denn sonst wählen? Die NSDAP gibt's ja nicht mehr. Sieht man,
Sigmar Gabriel hat die AfD ja kürzlich als Fall für den Verfassungsschutz bezeichnet. Wir haben die AfD-Wähler gefragt, stimmen Sie Sigmar Gabriel zu? Ist die AfD verfassungsfeindlich? Darauf sagten 19%, Gabriel ist der schlimmste Hetzer und Demagoge von allen. Schade, dass er nicht bei der AfD ist. 24% meinten, sorry, ich kann gerade nicht, ich treffe mich gleich mit Freunden zum Flüchtlingsheim abfackeln. Und 47% antworteten auf die Frage, ob die AfD verfassungsfeindlich sei, ja, deswegen wählen wir sie doch, du Spacken. Ja. Und zum Schluss hat uns dann die Religionszugehörigkeit der AfD-Anhänger interessiert. Wir haben gefragt, welcher Konfession gehören Sie an? Darauf sagten 100%, Konfession? Keine Ahnung, die Klamotten kauft mir meine Frau. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas. Viele sagen jetzt, was passiert denn, wenn die in die Parlamente einziehen? Ich sag, lass sie doch mal einziehen, dann müssen die sich beweisen in Parlamenten. Wenn es mal um andere Themen geht als Flüchtlinge, ne, da bin ich mal gespannt, was denen dazu einfällt. Zur Verkehrspolitik zum Beispiel. Ne? Was sagt die AfD dazu? Wahrscheinlich fällt ihnen nur ein, ja, pff, Autobahn bauen. Ne? Nein, ich hab mir den Spaß gemacht, ich habe mir mal das Wahlprogramm von Baden-Württemberg angeschaut. Ich fand das relativ aufschlussreich. Da steht zum Beispiel drin, die AfD will endlich die geforderte Staatsferne herstellen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das finde ich super. An anderer Stelle heißt es aber komischerweise, die AfD will auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einwirken, damit Ehe und Familie positiv dargestellt werden. Wie soll ich das verstehen? Also Staatsferne ja, aber mit Einwirkung. Ja, das nenne ich konsequent. Oder was sagt diese Partei zu einer der größten Herausforderungen unserer Epoche, zum Klimaschutz? Braucht man nicht. Zitat, Klima ändert sich naturgesetzlich immer, war noch nie konstant und kann daher ebenso wenig wie das Wetter geschützt werden. Okay, mal. Na dann. Ja, ich meine, wenn man so viel Durchzug in der Birne hat, dann wird es einem halt auch nie zu heiß. Reden ist das eine. Verantwortung übernehmen ist was ganz anderes. Regieren ist was anderes. Gewählt werden ist schon was anderes. Das hat auch Donald Trump erleben müssen. Ne? Ja, nur Zweiter bei den Vorwahlen in Iowa. Und es stellt sich jetzt schon die Frage, ob er überhaupt noch eine Chance hat. Ich meine, wenn er nicht mal in einem Staat gewinnt, in dem 7-mal so viele Schweine wie Menschen leben, dann sehe ich wirklich schwarz. Ted Cruz hat bei den Republikanern gewonnen. Und auch das ist nun nicht unbedingt jemand, den man auf Anhieb gerne mal das größte Atomwaffenarsenal der Welt anvertraut, oder? Also ein erzkonservativer, streng religiöser Pastorensohn aus Texas, der macht Werbung damit, wie man in Texas Speck grillt, nämlich so. In Texas braten wir den Bacon ein bisschen anders als die meisten Leute. Lecker! Knarre im Speckmantel. Ja. Aber auch wenn das jetzt schon der Anfang war von der politischen Karriere, der Anfang vom Ende der politischen Karriere von Donald Trump, ich finde, er hat auf jeden Fall ein Ständchen verdient. Von Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Greatest president in the history of the United States. Me, Donald John Trump. Wer ist das? Hallo. Ein schlecht frisierter Clown. Ein Typ, der Kohle verprasst. Und manchmal will er sich hauen. Shoot first, talk later. Er macht die Grenzen dicht für Mexikaner und für jeden Muslim. Die sollen sich alle verziehen. Bye, bye. Und dafür lieben sie ihn. We love you! Das ist das Trumpeltier Trump. Trump! Der Schaumschläger Trump. He is not a politician. Can I get a hallelujah? Wer ist das?
der hat ja durchgeknallte Fans. Palin, Palin! Die Alte ist so doof, dann lieber einen mit mehr Kompetenz. Ein reicher, armer Irre, der den fremden Hass salonfähig macht, über Behinderte lacht. Amerika, gute Nacht! Eieiei! Das ist der Querschläger Trump! Trump! Die dicke Hose Trump! Ein Freak namens Trump! Trump! Der schräge Vogel Trump! Trump! Wissen Sie, wer auch ein großer Fan von Donald Trump ist? Wladimir Putin. Ja? Der sagt, das ist ein schillernder, ein talentierter Mensch, dieser Amerikaner. Und Putin mag nun mal schillernde und talentierte Menschen. Trotzdem hat er heute erstmal Horst Seehofer und Edmund Stoiber empfangen. Was wollen die bei Putin? Mutti ärgern? Nein, na Quatsch, das würden die doch nie machen. Nein, die wollen einfach mal zusammen abhängen. Ja? Two and a half Demokraten, ein bisschen chillen. Oder malen Sie bierischen Tiger erlegen, was man halt so macht mit den Kumpels. Merkel provozieren, darum geht es definitiv nicht, denn Sie wissen ja, die haben sich gerade vertragen. Die Große Koalition zieht endlich an einem Strang und hat das Asylpaket 2 auf den Weg gebracht. Und so schnöde und bürokratisch das klingt, Asylpaket 2, so wegweisend, ja so wundervoll, ist sein Gehalt. Sie merken, ich komme ins Schwärmen und das nicht ohne Grund. Ja, 3 Monate lang haben die gerungen. Miteinander in dieser Koalition. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Was beinhaltet dieses Paket? Erstens, es gibt jetzt mehr sichere Herkunftsstaaten. Das finde ich so schön, dass die Welt schon wieder sicherer geworden ist. Ein Stück weit. Zweitens, ganz wichtig, der Familiennachzug wird begrenzt. Das sendet ja ein wichtiges Signal. Nämlich, nehmt die Kinder direkt mit ins wackelige Schlauchboot. Und drittens, die Flüchtlinge zahlen jetzt 10 Euro für Integrationskurse. Das Prinzip hat schon bei der Praxisgebühr wunderbar funktioniert. Also merken Sie das. Merken Sie, wie hier Geschichte geschrieben wird. Ich habe Gänsehaut, dass ich das erleben darf. Und das Beste, es wird keinen Streit mehr geben, keine Brandbriefe, keine Drohungen mit Verfassungsklagen. Zumindest heute nicht. Und morgen wahrscheinlich auch nicht. Danach, okay, könnte es dann auch wieder so aussehen. Der x-te Streit oder Koalitionstreffen for One. Ah, Miss Angie, willkommen, Kanzlerin. Guten Abend, Sims. Leider wollte kein Kollege Ihrer großen Koalition persönlich kommen. Wegen meiner Flüchtlingspolitik hat keiner mehr Bock. So, dann hiermit eröffne ich das Koalitionstreffen. Sehr wohl. Das gleiche Gezeter wie letztes Mal, Miss Angie. Das gleiche Gezeter wie jedes Mal, James. Oh je. Vizekanzler Gabriel. Endlich mal wieder 40% für die SPD. Jetzt Horst Seehofer. Der Sie vom Verfassungsgericht verklagen will. Genau der, James. Sehr wohl, Miss Angie, sehr wohl. Obergrenze! Ich sag das, was Horst Seehofer gesagt hat. Ich weiß doch, lieber Herr Dobrindt, aber Herr de Maizière von meiner CDU, wir schaffen das. Wir schaffen das? Wohl eher, wir hassen das. Wir hassen Sie, wir hassen Sie. Die ganze CDU. Die ganze CDU hasst Sie. Die ganze CDU! Sie wollen mich vom Thron stoßen? Trinken wir lieber. Aufs Asylpaket 2. 2 steht für Verzweiflung. Mir reicht's. Ich geh ins Bett, James. Wo? Nächstes Mal bitte mit Nahles und von der Leyen. Sehr wohl. Dann auch der gleiche Streit wie dieses Mal, Mr. Angie. Der gleiche Streit wie jedes Mal, James. Puh, naja, jetzt muss ich erstmal diese Nacht bestreiten. Applaus
Ein Film von Jakob Leube. So. In Köln steht nun die nächste Herausforderung für die Flüchtlingspolitik an, der Karneval. Karneval ist rheinisches Kulturgut. Und wer es mal erleben durfte, der weiß, Kultur heißt im Rheinland an Weiberfastnacht um 12 Uhr mittags mit 4 Promille vor dem Kölner Dom im eigenen Erbrochenen zu liegen und dabei zu singen. Ja, versuchen Sie das mal. Ja, das muss man Menschen aus anderen Kulturen natürlich erstmal vermitteln. Ja, es heißt immer, wir Deutschen, wir sind Spaßbremsen, wir sind so unlocker, so verkrampft. Nein, es gibt in Deutschland Menschen, die haben Spaß an guter Unterhaltung, am schönen Beisammensein, an guter Musik und feinen Getränken. Und alle anderen feiern Karneval. Es gibt inzwischen tatsächlich Broschüren wie diese hier vom Festkomitee Kölner Karneval. Ist völlig echt. Herzlich willkommen zum Kölner Karneval. Die wichtigsten Fragen werden darin geklärt. Zum Beispiel auch auf Englisch, nicht mehrsprachig. What is the Dreigestirn? Das erklärt. Wie es mit dem Alkohol aussieht. Ne? Muss man Alkohol trinken, um am Karneval teilnehmen zu können? Nein, muss man nicht. Steht hier, you can have fun, you can sing and dance just as easily without Alkohol. Ja? Die ersten Flüchtlinge wurden einfach mal untergehakt und gezwungen mitzufeiern. Ein kleines bisschen Unbehagen kann er nicht verbergen. Aber er schunkelt tapfer mit. Hallo, hallo. Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Ja, we call it Schunkeling. It is fun. Look in your Heftchen. Das ist jemand, der will sich integrieren. Das ist ja klasse. Was aber ist mit den Kriminellen, die an Silvester Frauen sexuell belästigt haben? Ich meine, die lachen doch über so einen Flyer. Die wollen auch nicht schunkeln. Bei denen müsste man ganz anders ansetzen. Stell dir mal vor, die wollte man wirklich integrieren. Das, ach Gott, da müsste man wirklich ganz vorne anfangen. Ganz von vorne alles mal erklären, wie das überhaupt ist mit Männern und Frauen und Gleichberechtigung. Volkshochschule Köln, ein Benimmkurs für die Straftäter der Silvesternacht. So, herzlich willkommen zu unserem Kurs. Entschuldigung, ist das der Kurs vom Nazi-Arschloch zum Frauenrechtler in 2 Tagen? Nein, das hier ist der Kurs Gräbschen Idioten lernen Respekt vor Frauen. So, Entschuldigung. Sowas wie Silvester soll sich ja nicht wiederholen. Und jetzt steht ja der Karneval vor der Tür. Männer wie Sie haben ja oft ein etwas einseitiges Frauenbild und interpretieren alles Mögliche gleich sexuell. Wenn Sie glauben, die Frau im Video sendet Ihnen sexuelle Botschaften, drücken Sie einfach. Vervollständigen Sie bitte folgenden Reim. Frauen sind nicht eure Knechte, Frauen haben die gleichen Husen. Guten Tag, ich suche den Kurs, wie nutze ich die Silvesterkrabscher für meinen Rechtspopulismus? Der ist schon ausgebucht. Schade. Sexuelle Übergriffe ereignen sich oft aus einer Gruppensituation heraus. In der Gruppe fühlen Sie sich ja stark. Stark, alle. Deshalb verlässt jetzt einer von Ihnen den Raum. Nee, wir bleiben zusammen. Du Schlampe hast uns gar nichts zu sagen. Sie haben es gesehen, wer sich nicht benehmen kann, muss mit Konsequenzen rechnen. Entschuldige, Ulrike, hast du den Schlüssel für den Kopierraum? So, Mittagessen? Gerne. Ein Film von Dennis Taube und Jesko Friedrich. Es gab ja in den letzten Wochen 2 Nachrichten, die sich wahnsinnig schnell verbreitet haben. Beide waren falsch. Die eine Nachricht, syrischer Flüchtling stirbt vor dem Lageso in Berlin. Klar, in einer Stadt, in der die Verwaltung es schafft, seit Jahren keinen Flughafen zu bauen und die Menschen in unwürdigen Schlangen vor dem Amt stehen zu lassen, scheint das plausibel. Es stimmte aber nicht. Nur weil etwas möglich wäre, ist es ja noch nicht wahr. Es wäre zum Beispiel möglich, dass Horst Seehofer ein netter Mensch ist. Ja, wir verstehen das Prinzip. Und genauso.
genauso war es auch mit einer anderen Meldung über ein angeblich von Flüchtlingen entführtes und vergewaltigtes deutsch-russisches Mädchen, 13 Jahre alt. Auch daran stimmte nichts. Es kam raus, alles falsch. Auch wenn russische Medien partout nicht davon ablassen wollten. Denn wenn Menschen etwas glauben wollen, dann glauben sie das auch. Diese Erfahrung haben auch unsere Kollegen von ZAP gemacht. Nur die russischen Medien berichten also die Wahrheit? Ob Wahrheit oder nicht, ich glaube die Geschichte. Ich glaub's einfach. Da kann die Wahrheit machen, was sie will. Wenn ich das glaube, dann glaube ich das. Also, ne, glauben Sie einfach, was Sie wollen. Die Wahrheit kommt dann schon hinterher. Weiter geht's mit Abgehakt. Matthias Grübel hat sich durch die Nachrichtenwoche gesäppt. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Germany! Yeah, wir sind Handball-Europa-Geilster! Einfach ein geiles Spiel gemacht, hat, ganz einfach. Geile Abwehr, geilen Torwart, geile Mannschaft. So ein insgesamt geiles Turnier. Nur eine fand's insgesamt nicht so geil, die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło. Beata Szydło, Polish Prime Minister. Uiuiui, erst wird sie vor der ganzen Welt ausgepfiffen und dann muss sie auch noch den Deutschen eine Goldmedaille umhängen. Den Deutschen! So ein Shitkram. So, und jetzt kommen wir alle nach Berlin zu der Sause, zu der Geilen. Geil, geil, geil. Ist einfach krass und geil. Krass und geil. Herr Pascha weiß Bescheid. In der Feminismusdebatte kommen vom Chef des Pascha, Deutschlands größtem Puff, erfrischend klare Töne zur Rolle der Frau. Eine Frau? Ja? Kommt auf die Welt, um einem Mann zu dienen und zu gehorchen. Und nach dem Motto lebe ich. Und das haben meine Frauen auch so empfunden und es klappt hervorragend. Und uns klappt die Kinnlade runter. War sonst noch was? Ach ja, irres Schwirren in Hannover. Im Sprengelmuseum zieht eine neue Ausstellung das Publikum an wie die, naja, Fliegen? Pierre Wick lässt 10.000 Schmeißfliegen durch einen hellen Raum schwirren. Da kommt natürlich die Kunstgemeinde schwer ins Schwirren. Schwärmen. Zu Hause hätte man es nicht so gerne, aber... Ja. Was die Fliegen so denken, wenn die mich angucken. Das ist ja gruselerregend. Man bekommt auch so ein bisschen Gänsehaut. Wunderbar. Wunderbar finden das bestimmt auch die Fliegen, die nicht mehr fliegen. Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger darf Katar das Krebsgeschwür des Weltfußballs nennen. Das hat das Düsseldorfer Landgericht mitgeteilt. Zwanziger hatte ja in einem Radiointerview Katar das Krebsgeschwür des Weltfußballs genannt. Es kam zum Prozess. Mehrere Krebsgeschwüre hatten das als beleidigend empfunden. Aber man darf es so sagen. Ne? Katar ist ein Krebsgeschwür. Ich sage das sehr gerne. Katar ist ein Krebsgeschwür. Katar ist ein Krebsgeschwür. Und ich sage auch, es ist kein Zufall, dass sich niemand so gut mit Katar versteht wie der FC Bayern München. Das Krebsgeschwür der Bundesliga. Ich darf das sagen, fragen Sie das Gericht. Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling können Ihnen noch mehr dazu erzählen. Mir, sag mir! Ja, guten Tag und Hurra. Der FC Bayern hat ab sofort einen nagelneuen Hauptsponsor gefunden. Ja, Bayern wird jetzt zu 100% bezahlt von Scheich Ahmed Schachbrett aus Katar, dem auch der Flughafen in Doha gehört. Der Deal mit den Sklavenhaltern ist einfach geil. Für mich waren zwei neue Rolexe drin. Die Kataris zahlen uns satte 8 Milliarden pro Anus. Der Hauptgrund ist aber, dass wir durch den fiesen Partner mehr Druck auf unsere Mannschaft ausüben können. Ey, mach mal zackig, ihr fettgefressenen Gurken, sonst könnt ihr gleich mal in der Wüste als Zwangsarbeiter auf der WM-Baustelle abspecken. Menschenrechte und Fairness werden überschätzt. Mit mir hat auch keiner gesprochen, bevor ich gekündigt habe. Hauptsache, der blöde Maulwurf kommt weg, der alles an Bild patcht. Das muss übrigens ein kleiner Spieler sein, weil sonst passt er nicht in da Ball. Maulwurfshügel rein. Der Hauptverdächtige ist Rafinha. Wir haben schon eine Arbeitsgenehmigung für den Kurzen als Betonrührer auf der Baustelle in Doha beantragt. Als Maulwurf kann ich auf jeder illegalen Baustelle Karriere machen. Bayern oder Katar ist mir egal. Hauptsache Italien. Das war Extra 3, jetzt kommt ZAP. Bis nächste Woche.